Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Meine lieben Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer, unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间，我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir eigentlich schon mit der Probeprüfung angefangen. 在上节课上，我们已经开始了模拟测试。In dieser Stunde werden wir die übrig gebliebenen Teile machen, damit Sie diesen Kurs erfolgreich absolvieren können. 那么在这节课上，我们将完成模拟测试的剩下部分。这样一来，同学们就可以圆满地结束这个德语课程了。Ja gut, machen wir zuerst das zweite Hörverständnis. 好，让我们从第二篇听力理解着手。Hören Sie den Text zweimal und beantworten Sie die Fragen in Stichpunkten. 请同学们听两遍课文，并用关键词回答下列问题。Es geht im Text darum, wie Smartphones den Arbeitsalltag belasten.这篇课文的主题是智能手机如何加重我们职场生活的负担。Lektion 28, Probeprüfung. Wie Smartphones den Arbeitsalltag belasten.Das Internet ermöglicht uns über PC und Smartphones vielfältige Informations- und Kommunikationskanäle. Diese können sehr bereichernd sein, werden aber auch als Ablenkung empfunden. Um den Internetnutzern ein paar Tipps für den Alltag zu geben, haben wir heute zwei Psychologieprofessoren ins Studio eingeladen. Guten Tag. Herr Christian Rücker.Sie sind Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und erforschen, wie sich digitale Botschaften auf unser Gehirn auswirken. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Es ist nicht mehr nur ein Bildschirm, auf dem Nachrichten eingehen. Wer in einem Büro arbeitet, sitzt meistens den ganzen Tag vor einem Computer. Mails kündigen sich in kleinen Fenstern an, vielleicht Nachrichten aus einem internen Firmenchat. Das ist der erste Bildschirm.Den zweiten haben viele Büroarbeiter griffbereit auf dem Schreibtisch liegen. Ihr Smartphone, auf dem weitere E-Mails eingehen, SMS und Chat-Nachrichten, Mitteilungen aus den sozialen Netzen. Einer Studie zufolge blickt jeder Smartphone-Besitzer 60 bis 80 Mal pro Tag in Deutschland täglich auf sein Display, um im Internet nach Informationen zu suchen oder E-Mails zu checken.Welche negativen Auswirkungen hat all das auf unseren Arbeitsalltag? Wie gefährlich ist es denn eigentlich? Diese Nachrichtenflut überlastet unser Gehirn. Unser Arbeitsgedächtnis kann die zahlreichen Informationen nicht alle gleichzeitig verarbeiten. Das ständige Suchen und Folgen von neuesten Informationen erschwert es uns, an einer Sache konzentriert zu bleiben. Die Folge ist Unkonzentriertheit.Außerdem wird ein vertiefter Arbeitsmodus dadurch verhindert. Durch ständige Unterbrechung verliert man den roten Faden und muss immer fragen, wo war ich gerade? Dann braucht man mehr Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen. Deshalb klagen im Büro viele Kollegen, dass ihre Produktivität sinkt und sie sich schlecht auf eine größere Aufgabe einlassen können. Hinzu kommt, der Wechsel zwischen Mediennutzung und Arbeiten kostet viel Energie.Man fühlt sich viel schneller erschöpft. Was würden Sie dann unseren Zuhörern vorschlagen? Handy und Smartphone ausschalten, Mailprogramm schließen, denn Mails, Anrufe und anderes parallel zu machen, für dieses Multitasking ist unser Hirn nicht ausgelegt. Man soll sich 2 bis 3 Mal pro Tag feste Zeiten setzen, an denen man seine Mails durchsieht. Herr Zimber, Sie forschen an der Hochschule Heidelberg und fordern eine bewusste Nutzung aller Medien. Ja, richtig. Neben Mails, die am meisten im Berufsleben genutzt werden, beanspruchen im Alltag ständige Mitteilungen von WhatsApp, Facebook, Twitter oder Instagram die Aufmerksamkeit. All diesen Medien gemein ist, dass man gerne auf sie zugreift,
um unangenehmen Aufgaben auszuweichen. Statistiken belegen, dass immer mehr junge Leute in Deutschland unter Aufschieberitis leiden. Sie schieben bestimmte Verpflichtungen Tage, Wochen oder sogar Monate lang vor sich her und erledigen immer nicht alles sofort. Wer über längere Zeit damit nicht mehr zurechtkommt, kann dadurch depressiv werden. Was kann man dagegen tun, um das in den Griff zu bekommen? Dafür ist vor allem Selbstdisziplin gefordert. Wem es gelingt, den Gebrauch zeitlich zu bündeln, der profitiert. Dann wird effektiver gearbeitet. Entscheidend ist auch, dass wir unsere Informations- und Kommunikationsströme inhaltlich filtern. Das heißt, wir müssen lernen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Wir dürfen uns nicht von Technologien treiben lassen, sondern können diese bewusst nutzen, um berufliche und persönliche Ziele zu verfolgen. Herr Rücker, Herr Zimmer, vielen Dank für das Gespräch.好，不知道同学们记下了几题的答案呢？这篇课文比我们上节课最后听的听力课文要长，而且呢，任务也更加的难一些。不知道同学们完成的程度如何？我们一起来看一下。第一道提问的是 Was erforscht Professor Rücker? Rücker 教授是研究什么的？那么他的名字就是我们的信号词。在采访的一开始，主持人这样说道。 Das Internet ermöglicht uns über PC und Smartphones vielfältige Informations- und Kommunikationskanäle. 这个句子说的还是蛮好听的。通过个人电脑以及智能手机,
网络给我们提供了更加丰富多样的信息渠道和沟通渠道。Diese können sehr bereichernd sein, werden aber auch als Ablenkung empfunden. 虽然这些渠道可能是丰富了我们的生活，但是同时人们也觉得他们对我们的生活是一种干扰，或者说他们转移了我们的注意力。注意这里有两个词，一个叫 bereichernd, 第一分词。bereichern 让什么变得丰富，所以这些信息渠道、沟通渠道会让我们的生活变得更丰富。但同时他们也被看作为是一种 Ablenkung。 什么叫 Ablenkung？ 我一边复习德语一边看着电视，那么电视会把我的注意力转移走，所以电视就是我的 Ablenkung。 又比如说回到前面的例子啊，我失恋了，我好痛苦，那么我多参加一些社团活动，或者多运动，多出去旅游，这也是一种 Ablenkung， 就是把我的注意力转移了。这里还有个词组叫 etwas als etwas empfinden，认为什么是什么，其实和我们比较熟悉的 etwas als etwas ansehen 或者 etwas als etwas betrachten 意思都是一样的。 Um dem Internet nutzen ein paar Tipps für den Alltag zu geben, haben wir heute zwei Psychologieprofessoren ins Studio eingeladen. Guten Tag. 为了能向我们的网络用户提供一些和日常生活相关的建议，我们今天呢请到了两位心理学教授来到我们的演播室。两位教授好。Herr Christian Rücker, Sie sind Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und erforschen, wie sich digitale Botschaften auf unser Gehirn auswirken. 这里出现了第一个问题的信号词，大家看到没有？ Christian Rücker 先生，您是乌尔姆大学分子心理学的教授。您研究的是，有没有看到 erforschen， 那么后面就是第一个问题的答案。您研究的是电子信息对于我们的大脑会产生什么样的影响。同学们，如果把这个答案名词化变成 Auswirkung digitale Botschaften auf unser Gehirn， 当然也是正确的，只要意思对就可以。Zu welchen Ergebnis sind Sie denn gekommen?那既然您是研究电子信息对我们大脑的影响，那您得出了什么样的结论呢？好，看第二个问题，问题 B。Welche zwei Bildschirme nennt Herr Rücker? 知道 Rücker 先生要提到两种屏幕。Bildschirm 就是 display 的意思。Rücker 先生说 Es ist nicht mehr nur ein Bildschirm, auf dem Nachrichten eingehen.现在能进入信息的并不只有一个屏幕了。信息进来我们叫 Nachrichten gehen ein， 就好像邮件进入我们的信箱，或者说我们的工资进入我们的账户，用的都是这个动词 eingehen。 Wer in einem Büro arbeitet, sitzt meistens den ganzen Tag vor einem Computer。 在办公室办公的人员往往整整一天都要坐在电脑前。Mails kündigen sich in kleinen Fenstern an. Vielleicht Nachrichten aus einem internen Firmenchat. Das ist der erste Bildschirm. 小窗口会跳出收到邮件的提示。有可能公司内部的聊天平台或者说聊天软件还会发来信息。那么这个电脑屏幕就是我们说的第一个显示器，或者说第一个屏幕。这里有个词注意一下。Ankündigen 是宣布公告的意思。那 sich ankündigen 是什么意思呢？宣告我自己。它往往意思是预示，也就是预示着某件事要发生。这里用 mails 做主语，也就是邮件告诉你我进来了。好，第二个屏幕。Den zweiten haben viele Büroarbeiter griffbereit auf dem Schreibtisch liegen.而第二个屏幕对于很多在办公室工作的人来说，他们就放在自己的写字台上，伸手可及。什么叫 griffbereit? Griff 是动词 greifen 的名词， greifen 就是抓取，所以 griffbereit 就是你伸手就可以抓到。什么屏幕在写字台上伸手就可以抓到呢？ Ihr Smartphone, auf dem weitere E-Mails eingehen,SMS und Chat-Nachrichten
Mitteilungen aus dem sozialen Netzen. 那第二个屏幕就是我们的智能手机。在我们的智能手机上我们会收到其他的邮件或者短信啊或者说聊天信息甚至是社交网络的通知。所以问题被 Wilker 先生提到的两个显示器分别是 PC, Computer und Smartphone。好下一个问题问题 C, wie oft blickt jeder Smartphone-Besitzer in Deutschland täglich auf sein Display? 在德国平均每一个智能手机的拥有者每天要看几眼它的屏幕。这里的 wie oft 问的就是频率。我们看下去。Eine Studie zufolge blickt jeder Smartphone-Besitzer 60 bis 80 Mal pro Tag in Deutschland täglich auf sein Display. 研究表明，在德国每一个智能手机的拥有者每天平均要看60到80次手机。Um im Internet nach Informationen zu suchen oder E-Mails zu checken. 为什么这么频繁地看手机呢？是为了到网上查找信息。Nach Informationen suchen.或者说是为了检查自己的邮件 ,emails checken. 舒老师觉得我们现代人可能已经慢慢地养成了一个习惯停下来有空的时候就会看一眼手机。Wir blicken auf das Handy, um herauszufinden, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. 我们看手机往往是为了看看有没有什么新闻啊或者新的消息。好问题 D.Welche Folge hat die Nachrichtenflut auf unser Gehirn? 这里有个词很有意思叫 Nachrichtenflut. Flut 是洪水的意思。那么 Nachrichtenflut 就是信息消息过剩。这种信息过剩对我们的大脑有什么样的影响呢？好，我们来看主持人的下一个问题。Welche negative Auswirkung hat all das auf unserem Arbeitsalltag? 那这所有的一切对于我们的日常职场生活来说有哪些负面的影响? Wie gefährlich ist es denn eigentlich? 这到底有多危险? Rücker 先生答道, Diese Nachrichtenflut überlastet unser Gehirn. 这句话就可以作为问题 Day 的答案了。这些过量的信息、过量的消息会增加我们大脑的负担。Unser Arbeitsgedächtnis kann die zahlreichen Informationen nicht alle gleichzeitig verarbeiten. 这里注意一个词组叫 Informationen verarbeiten, 加工、处理信息。我们的工作记忆是无法同时加工、处理这么多、这么大量的信息的。Das ständige Suchen und Folgen,von neuesten Informationen erschwert es uns, an eine Sache konzentriert zu bleiben. 其实如果在 S 后面加一个逗号的话大家就更好理解了。持续的去寻找或者说追寻最新的信息其实会增加我们专注的停留在一件事上的难度。因为你总是想要追寻最新的信息所以你无法专注于一件事情。这句话也可以作为答案。Die Folge ist Unkonzentriertheit. 这个词 Unkonzentriertheit 也可以作为答案。结果就是我们失去了专注力，我们思想不集中了。好，下一个问题 A. Was hat es zur Folge, wenn die Arbeit ständig unterbrochen wird? 如果工作总是被打断的话，会有什么样的后果呢？下面一段 Außerdem wird ein vertiefter Arbeitsmodus dadurch verhindert. 除了前面所说的注意力受损之外还有别的恶劣的后果。Wilker 教授用 außerdem 来引出其他的后果。此外过多的信息会阻碍深度工作模式的形成。Ein vertiefter Arbeitsmodus wird verhindert. 深度的工作模式受到了阻碍。这句话听起来也比较的抽象所以后面Rücker 教授对此进行了解释。Durch ständige Unterbrechung verliert man den roten Faden und muss immer fragen, wo war ich gerade?
因为老是受到打扰，所以我们就失去了红线。这个 den roten Faden 是德国人非常喜欢说的，比如说看一本小说，我们要找到红线，也就是这篇文章或者这本小说里的一个主要脉络。因为你一直被打断，所以你工作的这个脉络就被打断了。哎呀，我刚刚在哪儿？所以人们总是要问，我刚刚做到哪儿了？ Wo war ich gerade? Dann braucht man mehr Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen. 这样我们就需要更多的时间来完成一项任务，因为你老是被打断嘛。Deshalb klagen im Büro viele Kollegen, dass ihre Produktivität sinkt und sie sich schlecht auf eine größere Aufgabe einlassen können.所以办公室里很多同事都会抱怨他们的工作效率下降了，而且他们也很难开始着手进行一项较大的任务。这里有一个词组叫做 sich auf etwas einlassen， sich auf etwas einlassen 意思是着手做某事，并且做好承担不好的后果的准备。 hinzukommt， 其实 hinzukommt 就相当于 außerdem， 此外。Der Wechsel zwischen Mediennutzung und Arbeiten kostet viel Energie. 不停地在使用媒体和工作之间转换也需要很多精力。Man fühlt sich viel schneller erschöpft. 人们更容易觉得自己精疲力竭。也就是单纯的工作可能三小时觉得累了。可是玩玩手机，回回邮件，再工作，在这之间不停地切换，可能两个小时或者一个小时就觉得累死了。刚刚这一段罗列的都是工作被打断之后我们会带来的不良后果，我们只要罗列出四点就可以了。好，问题 F， Was schlägt Herr Rücker dem Zuhören vor？ 既然问题摆在那里，那么 Rücker 教授对于听众又提出了哪些建议呢？主持人问道， Was würden Sie dann unserem Zuhören vorschlagen？非常清楚的信号词。Handy und Smartphone ausschalten. Mail Programm schließen. 建议就是关闭手机和智能电话，然后关闭你的邮箱或者说邮件程序。Der Mails, Anrufe und anderes parallel zu machen, für dieses Multitasking ist unser Hirn nicht ausgelegt. 我们的大脑并不是设计成同时平行做几项任务的，比如说同时处理邮件、电话或者其他事务，这个多重任务我们的大脑是做不了的。Man soll sich zwei bis dreimal pro Tag feste Zeiten setzen, an denen man seine Mails durchsieht. 所以最好每天能确定两到三个特定的时间来查看邮箱，而不是只要有邮件跳出来就立马去处理。这一段 Rücker 先生的建议只要挑出两个就可以拿到这题的分数。下一个问题 Game Wie verhält man sich, wenn man unter Aufschieberitis leidet? 如果患了拖延症，那么人是如何行为举止的呢？这里有一个带引号的词 Aufschieberitis， Aufschieben 就等于 verschieben， 推延、推迟。Ritus 是 ritus， 仪式的复数。我们来看一下这个词在课文中是如何出现的。Herr Zimmer, Sie forschen an der Hochschule Heidelberg und fordern eine bewusste Nutzung aller Medien。开始询问第二个受访对象。Zimmer 先生，您在海德堡学院提出，我们对所有的媒体的使用要有意识。Eine bewusste Nutzung aller Medien， 有意识地使用所有的媒体。Zimba 先生回答说 Ja, richtig. Neben Mails, die am meisten im Berufsleben genutzt werden, beanspruchen im Alltag ständige Mitteilungen von WhatsApp, Facebook, Twitter oder Instagram die Aufmerksamkeit. 除了在我们职场生活中使用最多的邮件以外，在日常生活中，各种社交媒体不断发来的通知也会影响我们的专注度。All diese Medien gemein ist, dass man gerne auf sie zugreift, um unangenehmen Aufgaben auszuweichen.
那这些媒体共同的特征就是人们更喜欢去使用它们来逃避令人不快的任务或者工作。Ausweichen, 回避。你回避逃避什么就是加三格的宾语。Statistiken belegen, dass immer mehr junge Leute in Deutschland unter Aufschieberitis leiden. 数据表明在德国越来越多的年轻人他们患有拖延症。Sie schieben bestimmte Verpflichtungen Tage, Wochen oder sogar Monate lang vor sich her und erledigen immer nicht alles sofort. 这句话就是对 Aufschieberitis 的解释，也是问题给的答案。这样的年轻人总是不马上完成所有的事情 ,nicht alles sofort erledigen. 他们会把特定的任务或者说特定的义务，也就是他们本来就得完成的事情从自己的面前推开，其实也就是推迟完成。这一推可能是推几天，推几周，甚至是推几个月这么久。Wer über längere Zeit damit nicht mehr zurechtkommt, kann dadurch depressiv werden. 谁要是在较长的一段时间里仍然没有办法搞定的话 ,mit etwas zurechtkommen, 那很有可能就会抑郁了。depressiv werden。那这里的 depressiv werden 就是问题 ha 的答案了，也就是 Aufschieberitis 会导致什么。好，最后一个问题， Was fordert Herr Zimmer von den Nutzern? Zimmer 先生对于用户有哪些要求？当然这里的 Nutzer 指的应该是 Internet Nutzer。 好，主持人最后问道， Was kann man dagegen tun, um das in Griff zu bekommen? 那我们可以做些什么以便一切尽在掌握呢？ etwas im Griff bekommen 其实就是 etwas kontrollieren 的意思。Zimmer 先生说， dafür ist vor allem Selbstdisziplin gefordert。 首先第一步要自律，所以 Selbstdisziplin 也可以作为最后一道题的答案。 Wenn es gelingt, den Gebrauch zeitlich zu bündeln, der profitiert。谁要是可以在时间上对这些网络的使用加以限制，那么他就可以获得收益。Dann wird effektiver gearbeitet, 因为他后面的工作就会更加的高效了。这里有个动词叫做 bündeln, 把 n 去掉 ,bündel 是一束的意思。所以 bündeln 这个动词就是把某样东西就是单个的东西捆扎起来变成一束。所以在这里它指的其实就是 beschränken 或者 begrenzen 的意思，你要限制自己对于这些智能手机啊网络的使用。 Entscheidend ist auch, dass wir unsere Informations- und Kommunikationsströme inhaltlich filtern. 还有一件事是非常重要的，就是我们要在内容上对于我们获得的这些信息啊沟通进行筛选 filtern 过滤。Das heißt, wir müssen lernen, das Wichtigste vom Unwichtigen zu trennen. 这意味着我们必须要学会把重要的东西和不重要的东西分开。Wir dürfen uns nicht von Technologien treiben lassen, sondern können diese bewusst nutzen, um berufliche und persönliche Ziele zu verfolgen. 这个词组也是非常漂亮的，叫 Ziele verfolgen, 就是追寻什么目标的意思。我们不能被科技所驱使，就是我们不能被科技所掌控，他们要我们怎么样我们就怎么样，而是我们应该有意识的去使用这些科技，这样我们才能实现我们在职场以及个人生活中的目标。所以 Zimmer 先生最后提出的是我们应该去利用使用科技，而不是被科技所操纵。好，完成了听力理解之后呢，我们就要进入阅读理解的模拟测试部分了。这个部分的任务虽然很多，也包括了一部分的语法练习，不过语篇只有一篇。这篇课文叫做 Der ideale Beifahrer。标题舒老师现在不能解释，因为题目里面有涉及标题的部分。请同学们阅读课文，并且完成后面的回答问题以及选择题。注意第一个部分和课文的内容有关，
第二个部分和词汇有关。
好，不知道这篇关于驾驶辅助系统的阅读课文，同学们理解的如何？我们一起来看一下第一部分的回答问题。第二部分舒老师就不解释了，我会放在解释课文的时候一起带过。第一个问题， Was ist im Text mit dem Beifahrer gemeint? 课文里的 Beifahrer 到底指的是什么？Beifahrer 这里有个介词叫 by， 我们知道在什么的附近可以用介词 by， 所以 Beifahrer 原意指的是那些比如说长途开卡车运货的司机旁边会坐一个人，副驾驶，他会完成特定的任务，比如说关注一下安全啊，或者指个路啊之类的。那么如果同乘一辆车，也就是这个汽车的同乘者，我们也可以叫做 Beifahrer。我们来看看第一段会不会给我们一些提示。Keine Auffahrunfälle mehr. Größere Sicherheit an Autobahnbaustellen und viel weniger Staus. Das sind die wesentlichen Ziele der Forschungsinitiative Aktiv, die jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium auf den Weg gebracht worden ist.眼下有联邦经济部推动的科研项目 Active， 这个项目的本质目标就是前面的三项，不再发生追尾事故，高速公路施工地带更加的安全，大幅度的减少拥堵。 Sie wird möglicherweise den Straßenverkehr revolutionieren。 当然这里的 Sie 指的就是前面句子里出现的 Forschungsinitiative，这个科研项目有可能会引发道路交通的革命 ,revolutionieren。还没有出现，我们往后面看一看。Zuerst einmal bekam das Projekt einen klangvollen Namen, aktiv。首先这个项目有一个非常响亮的名字，它叫做 aktiv, klangvoll, 响亮的，好听的，悦耳的。Diese fünf Großbuchstaben stehen für adaptive und kooperative Technologien für den intelligenten Verkehr. 原来这个 active 是一个缩写，这五个大写的字母它代表的是后面引号里的这个项目名称，智能交通的适应以及合作科技。好，这里已经给出了问题 B 的答案，也就是说这个项目的完整名称这里给出了。Unter dieser Überschrift arbeiten zurzeit 28 Unternehmen, Institute und Behörden. Darunter Allianz und Audi, BMW, Bosch und die Bundesanstalt für Straßenwesen, Continental, Daimler, Chrysler, Ford und Opel.Man nutzt Fahrzeuge, die TU München, Volkswagen und Vodafone, die bis Mitte des Jahres 2010 gemeinsam neue Assistenzsysteme entwickeln wollen, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. 在 Active 这个标题之下，眼下有28家企业、科研机构以及国家部门共同合作。这里列举的一些企业和研究机构的名称我们就不一一列举了。这28家企业或者机构，他们希望在2010年年中之前可以共同研发出新型的辅助系统，以达到让道路交通更加安全可靠的目的。这里出现了一个词，就是 assistance system， 辅助系统。那么这个词应该也是这篇课文的主题。好，问题 C，Welche drei Entwicklungsschwerpunkte in den nächsten Jahren werden im Text genannt? 在文章里提到了未来几年研发的哪三个重点。Für welchen Zweck sind die jeweiligen Schwerpunkte gedacht? 这三个重点分别又是为了实现哪些目的的？后面一段。Vor allem drei Entwicklungsschwerpunkte müssen in den nächsten drei Jahren vorangetrieben werden. 在未来的三年里面，首先要推动的是以下三点研发重点。Wir wollen erstens neuartige Fahrerassistenzsysteme entwickeln, damit sich die Verkehrsteilnehmer auf den Straßen künftig sicherer bewegen können.
这里的 Astens 标志着第一个重点已经出来了。首先，我们想要研发出新型的行车辅助系统。这里给原来的 Assistance Sistema 再加上了一个 Fahrer 就是驾驶员，也就是这个辅助系统是为驾驶员服务的。那么这个系统要达到什么目的呢？后面有一个 Damit 引导的从句。研发这个辅助系统，它的目的是在于希望未来交通的参与者在路面上可以行进的更加的安全，更加的可靠。好，这是第一个要点。第二个呢？ Zweitens werden gemeinsam innovative Verkehrsmanagement Technologien erarbeitet, um die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes zu steigern, sagt Eberhard Hepp, Koordinator der Forschungsinitiative und Leiter der technischen Vorentwicklung bei Mann-Nutzfahrzeuge. 第二个研究重点是希望大家可以齐心合力共同开发出创新的交通管理科技。那有更好的创新的交通管理技术是为了达到什么目标呢？后面有一个 是为了提高路面交通网络的工作效率。那这两个重点是由这个科研项目的协调人以及曼恩运营车辆公司技术前期开发的负责人 Eberhard Hepp 先生归纳的。这个 Nutzfahrzeuge 指的是可以用来运输人或者运货的车辆，所以也就是运营车辆。好， Hepp 先生继续指出第三个重点。Schließlich, 最后，So ganz grundlegend erforscht werden, wie sich Verkehrsdaten zielgerichtet über das Mobilfunknetz verschicken lassen, damit die Fahrer stets über den aktuellen Verkehrsstand informiert sind und die Straßen mit viel Staus von vornherein vermeiden können. 最后我们要进行基础研究，研究那些交通数据如何可以通过移动网络目标明确地发送出去，这样一来司机就可以了解实时的交通情况，并且可以从一开始就避开拥堵的地区。 Von vornherein， 我们后面第二个选择题里有这个词组的解释。 Von vornherein 就是 von Anfang an 的意思，就是从一开始就避开拥堵的路段。如果我实时可以了解到那条路发生了交通事故，有了拥堵，那我就换一条路线行驶就可以了。好，这一段是对科研项目的三个重点进行了说明，而且用 umzu 或者 damit 的句子也介绍了这些研究重点，它的研究目的是什么。 Day, wie funktioniert das Assistenzsystem, damit es nicht zu Auffahrunfällen kommt? 为了避免追尾这样的事故，这个辅助系统是如何工作、如何运行的？在课文的第一段就讲过，这个科研项目的主要目的之一就是避免追尾的事故。我们看下去。 60 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Knapp die Hälfte der Summe kommt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 这个项目有6000亿欧元的资金可支配使用。这笔经费中将近一半的钱是来自于经济科技部的。Was das Thema aktive Sicherheit betrifft, soll ein bei Gefahr selbstständig eine Notbremsung einleitendes Assistenzsystem zur Serienreife gebracht werden. 这个句子舒老师觉得可能会对同学们造成一点困扰。Was das Thema aktive Sicherheit betrifft, 涉及到积极的安全性能。那后面就是应该怎么做了。后面我们找一下主语是什么。So ein Assistenzsystem zur Serienreife gebracht werden. 中间的一个扩展定语我们先扔掉。什么叫 Serienreife? 我们知道 Reife 是成熟的意思。Serie, 系列。所以这个辅助系统首先应该要怎么样，可以批量生产，就不是一个一个的样品，而是可以批量生产，就是技术成熟到我可以拿去做一系列的产品。
那么什么样的辅助设备呢？前面有一个扩展定语。Bei Gefahr selbstständig eine Notbremsung einleitend。什么意思？我们把它变成关系从句，就是 ein Assistenzsystem, das bei Gefahr selbstständig eine Notbremsung einleitet。这样是不是好理解一点呢？就是如果碰到危险的情况下，这个辅助系统会自动的引入紧急刹车。Einleiten, 引入，也就是你踩不到刹车，系统帮你踩刹车。那么这样的辅助系统可以批量生产，我们就可以说这是主动的安全性了。So sind in Zukunft Auffahrunfälle gänzlich zu vermeiden。既然紧急刹车可以自动运行，那么未来这种追尾的事故就完全可以被避免了。Auch beim Halten der Spur, beim Spurwechsel und in engen Streckenabschnitten wie etwa Autobahnbaustellen soll künftig ein Assistenzsystem helfen. 这里有一个名词必须解释一下，就是这里的 die Spur, 车道。而且在保持自己的车道或者说在变道的时候，或者说在较窄的路面，比如说在高速公路的施工地段，未来这个辅助系统也会为驾驶员提供帮助。这一段给出了问题 they 和 a 的答案。那辅助系统是如何避免追尾事故？我们刚刚已经讲了，就是它可以引入一个紧急刹车 eine Notbremsung einleiten。那此外它还可以提供什么样的帮助呢？当然就是我们刚刚说的，在保证自己的车道或者变道或者在狭窄的路面行驶的时候，它可以提供帮助。好，下一段。Die Sensor- und Software-Systeme sollen später in allen Fahrzeugen der beteiligten Unternehmen identisch sein. 而且在所有参加这个项目的企业，他们所研发出来的车辆中，这个感应器和软件系统必须是一致的 ,identisch, 也就是可以兼容的。Dabei wurde bei der Präsentation des Projekts hervorgehoben, dass eine Entmündigung des Autofahrers vermieden werden soll. 而且在这个项目的展示中，人们强调了哪一点呢？我们要避免剥夺驾驶员的这个权利。这里用到了一个词叫 die Entmündigung， 它来自于动词 Entmündigen， 及物动词用法 jemanden Entmündigen， 它通常指的是由法律剥夺某人的某个权利。那这里的 Entmündigung des Autofahrers 是什么意思？就是不能因为安装了这个辅助系统而剥夺驾驶员自己的权利，你还是要给驾驶员掌控的权利的。Ein Ministeriumssprecher bezeichnete die künftigen Systeme als idealen Beifahrer. 经济科技部的一位发言人将这些未来的辅助体系称作为最完美的副驾驶。Stets aufmerksam, immer hilfsbereit, aber ganz unauffällig im Hintergrund. 这里的 im Hintergrund 强调的是什么？我这个辅助系统，我是配角，我是在幕后的，而你驾驶员才是真正的主角。好，这里这位发言人罗列了这些辅助系统的优点。为什么说它完美？首先，它时刻保持专注，它不会像人长期疲劳驾驶，可能会，哎呀，不小心睡着了。这个系统是始终保持专注的，而且它时刻准备着提供帮助，可是它又不会被你注意到，默默地在我们的身边，在幕后保护着我们。好，接下去我们看 F 这个问题。Wie könnte man die Leistungsfähigkeit des Verkehrsmanagements steigen? 也是我们第一段提到的目标之一。如何才能提高交通管理的效率呢？下面一段。Ein weiteres Ziel der Forschungsinitiative ist es,die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes zu steigen. 这个研究项目的另一目的就是为了提高路面交通网络的效率，功率。
Als Ziel wurde ein um 15% reduziertes Staurisiko auf Deutschlands Straßen und eine um 10% erhöhte Kapazität genannt. 那么确切的目标，人们提到哪两个呢？ 第一， 德国路面的拥堵危险，我们要降低 15%。 第二， 路面交通网络的容积要提高 10%。 这里的capacitet 就相当于英语里面的 capacity， 也就是我这些街道到底可以跑多少车。 当然可以跑的车越多，我们的capacitet 也就越高了。 Um dies zu erreichen, muss ein Verkehrsmanagementsystem entwickelt werden, das unabhängig vom Hersteller die Verkehrsleitsysteme und die Verkehrsteilnehmer vernetzt. 为了实现这样的目标，我们必须研发一套交通管理体系。这套管理体系将不受生产者的影响，可以独立地将交通引导体系以及交通参与者联系起来。 Mit Hilfe dieser Informationen können dann wiederum Ampeln und Schilderbrücken gesteuert oder Empfehlungen direkt in die Fahrzeuge geleitet werden. 然后借助这些联网后所获得的信息，人们就可以控制交通信号灯以及路面标志牌，甚至可以将推荐路线直接发送到各个车辆中去。最后一个问题，给 Welche konkreten Ziele verfolgt das Projekt Cooperative Cars? 项目合作汽车它具体的目标有哪些? 最后一段, Um diese Fülle von Informationen zu erhalten, soll in einem anderen Projekt mit dem Namen Cooperative Cars erforscht werden, ob und wie sich die vorhandenen Mobilfunknetze als Grundlage des Datentransfers eignen. Sich als etwas eignen. 适合作为某物。 为了能够获得这么大量的信息，人们就得在另外一个名为合作汽车的项目中研究现存的移动网络是否，或者说如何能够作为数据传输的基础。 Irgendwann, so hofft man, sammelt dann jedes Fahrzeug wichtige Straßen- und Verkehrsdaten und schickt diese an eine Leitzentrale. Von dort erhalten dann wiederum alle Fahrzeuge im betroffenen Umkreis die für sie wichtigen Informationen. 人们希望终有一天，在马路上行驶的每一辆车辆都可以收集重要的路面或者交通信息，并将这些收集到的重要信息发送给一个指挥中心，然后从这个指挥中心。 所有的车辆又可以收到自己所在地区对自己来说非常重要的交通信息。这不就是合作汽车这个项目想要达到的目的吗? Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 2 Millionen Euro gefördert. 这个项目得到德国联邦教育科研部大约200万欧元的资助。 Auf dem Teil Leseverständnis folgt die Grammatik.
因为这题前面五个部分呢都是改写句子。改写句子我们在这个单元的语法复习已经做得非常的多了，所以答案舒老师就不再讲解了。我们还是留一点时间来看一看最后最难的这道完形填空吧，也就是要填入缺失的单词。这篇课文讲的是德国的大学学习，我们来看一下。Studieren in Deutschland. Das deutsche Hochschulsystem besteht aus einer Vielzahl verschiedener Institutionen. 德国的高校体系是由大量不同的机构组成的。大量这里的名词 die Vielzahl 后面只有两种做法，一种是加二格，也就是这里的 verschiedene Institutionen， 还有一种做法可以加介词 an， Vielzahl an verschiedenen Institutionen， 不过这里因为限制了是填 verschieden 的词尾，所以是二格。 Dazu zählen Universitäten und Technische Hochschulen, Kunsthochschulen, Verwaltungshochschulen, Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen。 这里列举了高校体系里的不同学校类型，Zählen zu 就是 gehören zu 的意思。 Die Fachhochschulen entstanden vor allem in den 70er und 80er Jahren, wo sehr viele junge Leute an die Hochschulen kamen. 其中的专业技术大学主要是在上世纪七八十年代诞生的，在那个时期很多年轻人都开始上大学。 An die Hochschulen kommen。那么这里如果填 wo 的话，这是一个关系从句，用 wo 来修饰前面的在70和80年代。当然我们这里还有其他的答案，比如说填 as， 当很多年轻人都去上大学的时候 faha 出现了。也可以填 while， 因为很多年轻人上大学，所以 faha 出现了。 Die Lehrpläne der Fachhochschulen unterscheiden sich sehr starkvon denen der Universitäten. 此组 etwas unterscheidet sich von 高等专科学校的教学计划和综合型大学的教学计划其实是有差别的。这里 von 后面的 denen 指代的就是前面的 die Lehrpläne， 我这里就可以不用重复，用关系代词来代。 Sie sind praxisorientierter und die Forschungsarbeit spielt eine kleinere Rolle. Faha 的教学计划更是注重实践， praxis oriented， 也就是从实践出发。相反，科研工作就不是那么重要了， eine kleinere Rolle spielen， 也就是扮演一个较小的角色。Die Hochschulen haben sich seit den 70er Jahren für die gesamte Bevölkerung geöffnet. 自从70年代起，所有的国民都可以上大学。这里用了一个 sich öffnen， 就是打开自己的大门。So kamen zum Beispiel in den 50er Jahren nur 4% der Studienanfänger aus Arbeiterfamilien. Heute sind es etwa 19%. 所以在上世纪50年代，在大一新生里面只有 4% 的学生是来自工人家庭，而这个数字到了今天变成了19%. Wer an einer deutschen Hochschule studieren möchte, braucht keinen höheren gesellschaftlichen Status, sondern nur einen höheren Schulabschluss, das Abitur. 这里填 sondern 比较好，但是如果有同学填 aber 也是可以考虑的。谁要是想上德国的大学的话，其实他并不需要较高的社会地位。Einem höheren gesellschaftlichen Status， 较高的社会地位，他只需要一个较高的中学毕业文凭就可以了，也就是他得参加过 Abitur， 是德国中学的毕业考试。 Ausländer benötigen natürlich vergleichbare Schulabschlüsse， 这里填形容词词尾。那对于没有在德国参加过 Abitur 的申请者来说，你当然需要同等的中学毕业文凭， vergleichbar， 也就是可以和 Abitur 相比的。 Das akademische Jahr gliedert sich im Winter- und Sommersemester mit unterrichtsfreier Zeit von jeweils 2-3 Monaten. 大学里的学年 das akademische Jahr 分为冬季学期和夏季学期，再带上
不上课的假期，那么也就是这个假期从两到三个月不等。Wie ein Studium aufgebaut ist, wie lange es dauert und so weiter, regeln die Studien- und Prüfungsordnungen, die von Universität zu Universität verschieden sind. 那么大学的学业是如何构成的？它的学制是多长？这些都是由各个大学自己制定的大学以及考试规定确定的。那么这个大学以及考试规定每个大学是不一样的。这里要填关系从句的关系代词，也就是指代前面的 die Studien- und Prüfungsordnungen。Normalerweise wird das Studium unterteilt in zwei Abschnitte. 一般来说，大学的整个学习分为两个阶段。这里很明显是一个被动态 wird unterteilt。当然，如果大家想填状态被动态 ist 的话，也可以。我觉得 wird 更好一些。哪两个阶段呢？当然就是初级和高级阶段，也就是低年级和高年级。Je nach Studiengang variieren die Studienabschlüsse. 那你的专业不同，你拿到的毕业文凭是不一样的。注意这里的 Studiengang 和 Studienfach 是有区别的，它是指和学校关联的专业。比如说在你这个学校的汽车专业是读四年，但是很有可能换了一个大学，它的 Studiengang 不一样了，虽然还是读的是汽车，但是它有可能就是五年。所以 Studiengang 是以学校为背景为依托的大学专业。Diploma vergeben vor allem die technischen und Fachhochschulen。一般来说 ,diploma 这个文凭首先是理工大学或者专科学校来颁发的。Diplom, 以前我们说德国没有学士的时候，这个理工科的硕士就叫做 Diplom。Am Ende eines geisteswissenschaftlichen Studiums steht dagegen der Magister。那如果是文科的大学学习结束之后拿到的就是一个 Magister, 这是一个文科硕士。不过在德国高校改革之后，硕士只是学位的一种，学士也是非常重要的一个 Abschluss。Das vielfältige Angebot mit mehr als 200 Studienfächen ist für junge Leute sehr interessant. 这里要求我们填 Angebot 后面的介词。那除了 mit, von, 我们也可以填 on, 什么意思呢？对于年轻人来说，两百多个专业，这么丰富多样的选择，其实是非常有吸引力的。Kein Wunder, dass im Wintersemester 1996-97 mehr als 1,8 Millionen Studenten an deutschen Hochschulen eingeschrieben waren. 这里为什么填 das? 因为它前面省掉了 es war kein Wunder 或者 es ist kein Wunder das, 所以这是一句主语从句。所以在 1996-1997 的冬季学期，有超过180万的学生在德国高校注册，也就没有什么奇怪的了。Der Anteil der Studierenden an der gleichartigen Bevölkerung stieg seit den 50er Jahren von nur 4% auf heute etwa 36%. 这里的介词是和 Anteil 搭配的份额。Der Anteil在同龄人中，大学生的比例从50年前的 4% 增长到了现在的 36%。 这里用 von 表示这个增长的起点。那如果有同学填 om 的话就不对了，就变成50年只涨了 4%， 也就是原来是 32%， 现在涨了4到 36%， 这个数字是不能突出50年来的巨大变化的。Die negative Seite dieser Entwicklung. Ende der 90er Jahre kamen auf jeden Studienplatz 2 Studierende. 可是这一发展趋势也会带来不好的后果。在上世纪90年代末，原本想招一名学生的岗位往往要招两个同学，也就是德国大学也进行了扩招。Dies führte unter anderem zu Zulassungsbeschränkungen und den aktuellen Diskussionen über Studiengebühren führen zu etwas.
unter anderem 经常用于举例的时候，也就是说，学生人数变多会带来不同的后果。这里举两个后果为例。首先导致的是什么呢？就是对专业的限制 ，Zulassungsbeschränkungen， 也就是有些热门专业我会对它进行限制，也就是越优秀的同学才能申请到这个学习的机会。第二个导致的是什么？大家眼下对于是否要收取学费展开了激烈的讨论 ，Diskussion 讨论。一般我们搭配的介词就是 über Diskussionen über Studiengebühren。最后一段 ，Aber die Tatsache, dass heute jeder Dritte eine akademische Ausbildung absolviert, wird von der Politik begrüßt。不过，现在三分之一的人口是接受过大学高等教育的，这个事实也受到政界的欢迎。又是一个被动态 ，wird begrüßt。也就是说，政界是非常希望看到这种教育水平的提升的。So sagte der Vorgänger der jetzigen Bundesbildungsministerin. Viele meinen, wir hätten heute zu viele Studierende. Ich dagegen meine, wir können gar nicht genug gut ausgebildete junge Menschen haben. 那么，现任联邦教育部长的前任 Vorgänger 前任。他之前这样说过，很多人认为我们现在大学生已经太多了。这里为什么用 hätten， 是因为他想表达的是第一虚拟，也就是转述很多人的观点。那第一虚拟是不是应该是 haben 呢？ haben 和直陈是撞了，所以改用第二虚拟 hätten。 可是我的观点和他们不同，我觉得受过良好教育高等教育的年轻人怎么都不嫌多啊。他说 wir können gar nicht genug， 也就是我们不可能拥有足够多的受过高等教育的年轻人。那当然意思就是受过高等教育的年轻人越多越好了。好，考试的最后两个部分 Text Production 写作和 Mündliche Prüfung 口语考试，因为我们无法给出统一的答案，这还是比较主观输出的部分，所以请同学们自己完成后发送给班班。能够坚持上到这里的同学，此刻心情有没有非常激动呢？ Ich muss Ihnen herzlich dazu gratulieren, dass Sie diesen Kurs erfolgreich absolviert haben. 那舒老师要在这里恭喜大家，大家圆满地完成了这个课程的学习。是不是应该手动给自己点赞，为自己鼓掌呢？ Aber das ist doch kein Ende. 不过学完B2 的课程，这也不是德语学习的终点。Ich hoffe, dass Sie alles gut genießen können, was Ihnen das Deutschlernen ermöglicht hat. 那舒老师希望大家可以尽情享受德语学习为大家带来的更多可能性。Für diesen Kurs, da müssen wir Schluss machen. 我们的这个课程上到这里就要跟大家说再见了。Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg.
Thank you.